Und ich level und level und level und level. Und ich springe von Level zu Level zu Level. Und heute ist der letzte Tag, wo man noch jemanden in der Woche was schenken kann und dann ist die nächste Woche, damit du wieder neu anfängst. Das heißt, ich muss noch mal eine gefrorene Träne an den lieben Sebastian bringen. Ich weiß einfach auch. Oh, die Königin der Soßen. Oh, stimmt, da haben wir gar nicht mehr reingeguckt, das hab ich total vergessen. Ich schon. Ich nicht. Bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Plum Pudding. Wusstest du, dass in England zu Weihnachten traditionell Plum Pudding gegessen wird? Versuch doch mal selbst einzumachen. Die Pflaumen sind blumig und süß und gerade säuerlich genug, um all deine Geschmacksnerven voll zu aktivieren. Du musst es einfach selbst ausprobieren. Das ist ein Problem mit Plum Pudding. Ja. Ach, was? Oh, ich habe eine Sequenz. Ja, wir auch. Hallo, Louis, da hast du das Mann, das darfst du. Nee, du kannst es auch. Jetzt machst du. Du hast gesagt, du machst die Männerstimmen besser. Jetzt machst du. Nein, jetzt bin ich unter Druck. Jetzt kann ich nicht. Doch, jetzt machst du. Ich kann nicht, wenn man mir zusieht. Du sollst ja auch nicht pullern, du sollst lesen. Vorlesen. Irgendjemand meinte zu mir mal, Let's Plays machen ist wie Scheißen. Man kann nicht, wenn jemand zusieht. Naja, egal. Stell dir vor, wir drehen uns um. Wieder. So, dein erstes Jahr im Sterntautal ist schon fast vorbei. Wenn du weiter bei mir dein Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war denn alles. Schönen Tag noch. Kommerz. Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Piers Saatgut ist von besten Qualität. Von der besten Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Und kauf noch ein paar Blumensträuße, um Mädchen zu beeindrucken. Jetzt kommen wieder alle aus deinem Haus, guck mal. Na, außer Felix, der hat sich noch nicht bewegt. Oh, morgen gibt's ein Fest. Fest des Eises. Ja, das wollte ich gerade sagen, aber dann wurde ich unterbrochen, leider. Entschuldigung. Wettbewerb mit Eisfischen, das ist was für dich. Nee. Ich dich schlage. Ich weiß nicht, bei dem anderen Fischen habt ihr mich nicht, also mit Abstand nicht geschlagen. Mit Abstand nicht geschlagen? Ich hatte irgendwie 350 Punkte oder so in meinem besten Durchgang. Ich bin der Ben und ich sammle viele Fische. Ich bin der Beste mit meinem Fisch. Gib doch an. Ah, ich auch. Ich hol ihn gleich raus und hau ihn dir auf die Tischplatte. Klingt so ekelhaft. Den Fisch. Du. Den Fisch habe ich gesagt. Fisch. Nicht der Fisch klingt eklig. Du klingst eklig. Weiß nicht, was du reininterpretierst. Bei mir ist das alles ganz normal, ja. Ja. Ich glaube, ich schenke noch jemanden Käse. Oder ich. Nicht, den, ich glaube, den Sternkäse verkaufe ich lieber. Hier. Tschüss. Hier gibt's ganz viele Sachen zum Aufschlagen, aber ich habe meine Hacke noch beim Dings. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Achso, ich wollte hier den Plum Pudding wollte ich lernen. Da wurde ich unterbrochen, wo du rausgekommen bist. Warum will ich eigentlich immer zum Steinbruch, wo ich gar nicht dahin muss? Weiß ich nicht, weil Steine schön aussehen. Weil ich doof bin, der Zug. Noch nicht. Kupferhacke, ich wollte eigentlich auch gar nicht meine Hacke vergessen. Morgen wird es klar und sonnig sein. Perfektes Wetter. Wahrsager. Höchst unzufrieden. Das Leben wird mir heute schwer gemacht. Kohle. Toll. Plum Pudding. Ey, Blutpudding ist halt echt was Ekliges. Da waren wir eigentlich bei dem Thema. Ich denke, es geht um Plums. Plum Pudding ist doch aus Blut. Sie hat doch erklärt, dass man den mit Pflaumen macht. Aber der echte englische Plum Pudding, der sieht doch, glaube ich, nur aus wie Pflaume und ist aus Blut, oder? Nicht blöd. Ich habe jetzt auch ein Buch, was ich nicht aufnehmen kann. Wahrscheinlich, weil ich es schon habe. Ich habe es noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Man muss noch richtig drüber laufen, Lumi. Dann geht das. Bitte was? Ich hatte auch gerade ein Buch, was ich nicht aufnehmen konnte. Und dann musste ich mal irgendwie ein bisschen weiter weglaufen und dann wieder hinlaufen. Dann ging's. Aber die Wintermusik ist echt schön. Okay. Schenke ich hier Pierre noch was? Das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. Der hat auch Pepperoni-Gelee gemacht. Ich gehe mit seiner Tochter, ne? Weil du magst mich ja. Ist doch alles okay, wenn ich in ihr Zimmer gehe und sie nicht da ist. Und sie bei meiner Mama im Zimmer ist. Verdammt. Oh, ich kann doch auch jetzt Mama im Zimmer. Das ist aber schön. Kannst du nicht bumsen?
Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Und der Mama gibt's auch noch was. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke. Oh, Caroline, Geburtstag. Oh. Guter Zufall. Ich hab einen Krokus. Meinst du, das magst du? Keine so Ahnung. Du kannst einfach noch einen Wein nehmen oder sowas. Geht das schon? Ich mag jetzt aber nicht wieder zurücklatschen. Wo bist denn du? Dann kann ich dir auch einfach mein Peperoni-Gelee geben. Was noch. Ich bin gerade über die Brücke bei Kind. Bei was? Ja, in der Stadt. Das ist so voll die schlechte Deutsch. Ich bring dir einen Wein. Ich stehe vor Piers. Komm her. Ja, warte, ich komm her. Ich komm her, meine Jetzt komm endlich. Ich bin doch schon da. Ich geb's dir, richtig. Himmel, da, ich bin schon. Hier, danke. Peperoni-Chili. Oh, guck mal. Hat viel gemocht bei mir. Du hast auch gemocht. Wir verstecken uns hier, damit wir mit niemandem reden müssen. Die ist voll auf meinem Level. Emily war es jetzt, ne? Caroline. Caroline, ja. Du hast ich freue mich schon darauf, morgen einen Schneemann zu bauen. Ja, dir schenke ich den Wein. Danke, ich mag das wirklich. Aber Abigail wohnt noch nicht bei dir, oder? Nee, wir sind nur zusammen. Wir müssen wahrscheinlich mal einen Hochzeitsring basteln irgendwann. Warum sind denn die zusammen hier? Ach, die waren in der Kirche, es ist Sonntag. Ach, die Pullover, nicht so wie früher, ja, ja. Warte, ich will nochmal mit dem George hier reden, schieb den doch nicht weg. Jeep. Dann habe ich meine ganzen Geschenke jetzt verteilt. Wäre ich reich, würde ich als erstes ein Dienstmädchen und einen Koch einstellen. Oh ja, ein Koch wäre super. Ja, das wäre fantastisch. Ein Heiratsring braucht richtig gutes Zeug, ne? Was brauchen der? Ja, ist ja auch klar. Ein Iridium bauen. Ein Iridium bauen und eine prismatische Scheibe. Oh Gott, wo kriegt man denn die her? Die Wahrscheinlichkeit, die in dem Spiel zu finden, ist also, sehr. Ach nee, ich hab bloß einen robusten Ring. Ja. Und wo findet man denn die dann? Entweder in der Wüste oder mit ganz viel Glück in der Höhle. Ich hab noch nicht mal das Rezept für einen Hochzeitsring-Gedöns. Ich kann dir einen bauen. Aber ich brauche halt eine prismatische Scheibe. Ich glaube, den konntest du nur kurven. Ja, stimmt, der Schweineladen hat die abonnieren. Ja. Stimmt. Dann ist denn der eigentlich wieder da? Ich könnte es dir sagen, aber... Immer sonntags? Warte. Ja, kannst du mir wirklich mal sagen, wann der da ist, wenn du das weißt. Oder guckst du jetzt im Wiki nach? Ich guck nach. Ja, manches Zeug kann man nie sich merken, also... Ja, sein könntest du dir das gemerkt. Also ich gucke einfach mal selber nach, ob der vielleicht heute da ist. Na, ihr könnt ja Glück haben. Chip. Ja, er ist da. Ich suche jetzt echt nach Schweineladen. Er ist halt wirklich da. Das ist, glaube ich, immer sonntags einfach. Preiselbeersoße, Nautilusmuschel, verkleideter Dreher, Kokosnusspfifferling, geröstete Haselnüsse. Mahagoni-Esstisch. Den könnte ich mir natürlich hinstellen. Heiratsringrezept habe ich hier erstmal. Den würde ich erstmal mitnehmen. Eine prismatische Scheibe hat es diesmal nicht. Hat es aber jetzt nie gebracht, ne? Weil ich kann das ja auch schon. Aber ich wollte es auch können. Ja, aber vielleicht will er den Heiratsring selber machen. Was bist du für eine romantische Stoffe? Er muss ja erstmal das Ding finden. Ja, vielleicht will deine Freundin auch, dass du den Heiratsring setzt. Oh, wo ist denn Abigail? Warum ist denn Abigail mein Magier? Hallo Abigail. Leute, ich habe einen indischen Glaswels gefunden bei Minen. Cool. Nice. Aua. Oh. Den brauchen wir, glaube ich, nie im Dingens. Ja, ich gehe mal gucken, ob wir den im... Achso, ich kann ja einfach die Karte hier aufmachen. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt, habe ich gerade eine geheime Notiz gefunden. Mhm. Hinter dem Gemeinschaftszentrum? Mhm. Such doch mal da. Weißt du schon, was das ist, Lumi? Nö. Ich habe eine geheime Notiz nochmal für dich. Die geheimen Notizen erinnere ich mich wirklich gar nicht mehr. Oder soll ich sie einfach... Das scheint mir voll neu. Du darfst sie auch gerne vorlesen. Okay, dann mach ich das. Wenn das was zu lesen ist, manchmal sind eure Bilder, dann ist es schwierig mit Lesen. Ja. Ah, nee, das ist wieder ein Bild. Sag's ja. Dann müsste ich auch wirklich mal wikien, was das war. Fotografiere das erstmal ab. Kannst du ein Discord reinstellen? Ich habe auch noch einen. Hatte ich dir vorhin gesagt, dass das ist. Du sollst abschreiben. Oh, nee, jetzt habe ich auch. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Habe ich jetzt auch gekriegt? Gehen wir jetzt gemeinsam dahin. Oh, kann ich mir noch einen neuen Hut kaufen? Oh, ich habe auch noch ein Bild. Ich bin gerade übrigens wieder am Bäume fällen, ne? Damit wir dann noch wirklich genug
Dünger haben. Oh ja, das ist eine gute Idee, damit sollten wir jetzt schon anfangen. Vor allem, da ich eh gerade schon 2 Tage lang keine Energie komplett ausgegeben habe. Ist der Hühnerstall eigentlich schon fertig? Weiß ich nicht. Ja, die meine Oma fährt dem Hühnerstall Motorrad. Ich kenne das eigentlich nur von KIZ. Nee, das haben wir im Kindergarten gesungen eigentlich. Müsstest du es daher auch kennen. Auch. Ach so, ihr wart schon im Kindergarten? Ja. Wir sind im gleichen, nicht im gleichen Haus, aber im gleichen Hof aufgewachsen zusammen. Ach, wie süß. Genau. Wir haben halt wirklich meinen Block gemacht. Forever and ever. Ja, wir sind auch gemeinsam ins Ferienlager gefahren. Also sag mal so, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich Felix kennengelernt habe, so rum. Ja, ich wollte immer deinen Catcar fahren. Ja, aber das war ja okay. Ah, cool, ich hab's gefunden, hinterm Gemeinschaftszentrum. Das habe ich noch nicht in meinem Einzelspieler gefunden. Ich lass euch suchen. Ist das echt blöd versteckt, oder was? Ja. Soll ich sagen, was du dafür brauchst? Oder? Nein. Nur eine Frage. Brauche ich ein spezielles Werkzeug? Ja, brauchst du. Das wollte ich wissen. Mann. Oh. Hätten sie ja eh schon denken können, wo er sagt, was du dafür brauchst. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Die kann ich nochmal wegschmeißen. Die habe ich aber nicht hinterm Gemeinschaftszentrum gefunden. Das ist auf jeden Fall was Schönes. Ich husche nochmal in das Gemeinschaftszentrum. Eine prismatische Scheibe? Nein. Haben wir eigentlich Iridiumbahnen inzwischen? Ja, genug. Ach so. Was? Genug haben wir nicht. Ja, wie viel haben wir denn? Für die Sprengler reicht's nicht. Wie viel haben wir denn? Die Iridiumbahnen? Eigentlich keine. Wir haben doch nur Iridiumerz. Ja, wir haben doch keine Bahn gemacht. Wir haben Iridiumbahnen. Zu 100%. Ich habe vor uns reingeguckt. Ey, cool. Einen indischen Glaswalz brauchen wir sogar. Zack. Ha. Sehr schön. Brauchen wir nur einen Sandfisch und einen Waldspringer. Bei der Endquest, ja. Ich glaube, einen Waldspringer habe ich schon mal gefangen. Na dann. Weißt du, wir können das überhaupt ein Bild finden, was hinter dem Gemeinschaftszentrum ja. ist? Ja. Keine Ahnung. Die anderen Sachen hat doch auch jeder vorhin extra gefunden, oder? Weiß ich nicht. Ich kann ihn einfach wieder dorthin stellen. Da stand was? Ich sehe nichts. Ich bin jetzt gerade so hinter dem Gemeinschaftszentrum, dass ich mich selbst nicht mehr sehe. Felix sieht mich auch nicht. Wuhu. Nee. Jetzt sind wir alle da. Ich könnte euch ja noch eine Richtung vorgeben. Du kannst ja warm und kalt schon machen. Das ist aber so versteckt, Lumi, dass du dich wirklich nicht siehst. Also, du hast ja gesagt, wir brauchen Werkzeug dafür. Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke? Ja. Benni hat von uns gefragt, brauche ich eine Spitzhacke? Ich habe gefragt, brauche ich ein bisschen Werkzeug dafür? Da hast du gesagt, ja. Meinst du jetzt eine Spitzhacke oder wirklich die zum Boden lockern? Spitzhacke. Ich finde hier aber auch nichts. Vielleicht ist es dann doch schon weg beim Koop. Was hast du denn gefunden? Das hier. Aber wofür brauchen wir das denn? Das ist einfach. Süß. Einfach nur eine Statue. Genau. Okay. Sieht aber cool aus. Stein Junima. Gartenkunst für deinen Hof. Lumi, darf ich dir eigentlich ein Geschenk machen, was ich in dein Haus stellen kann? Ich weiß nicht. Ich hab da was Schönes für dich gekauft. Achtung. Echt, ich bin relativ leise. Schlafen gehen. Im Vergleich zu den anderen. Wie viel Uhr haben wir denn zum Schlafen gehen? 0:10 Uhr. Ja, dann lege ich mich jetzt mal ins Bett und muss mal ganz kurz mein Mikrofon noch. Da hast du hier viel Platz. Ich stell's in deine Küche, da passt's besser. Oh, cool. Fest des Eises vor Marnies Haus. Ist es jetzt heute oder morgen? Denke morgen. Wenn es so passt. Denke morgen. Okay, heute? Nee, morgen. Morgen. Zwischen 9 und 14 Uhr. Zombie! Ich will doch den Ben im Fischen schlagen. Guck mal, was die Schatztruhe bringt. Hab ihn getötet. Dankeschön. Denk dran, Schlafenszeit. Bett. Stimmt, ich schaff's nicht mehr. Ich hoffe, ich war bei dir. Versuche ich mich jetzt mal gerade auf dem Mikrofon lauter zu stellen, wenn ich da so leise bin. Denk dran, du musst jetzt schlafen, du hast 1 Stunde 20. Ich bin schon im Bett. Hast du gesehen, was ich dir geschenkt habe? Ich hab nicht drauf geachtet. Bei mir bist du dezent laut. Bei uns bist du gut zu hören. Ja, aber beim Stream bin ich tatsächlich leiser als ihr, sehe ich gerade. Okay. Oh, die Schatztruhe bringt 5000. Das ist natürlich ordentlich. Wo hast du eine Schatztruhe bekommen? Hast du doch vorhin gesagt, hast du irgendwo auf dem Weg gefunden. Echt? Ja. So, jetzt habe ich mich ein bisschen lauter gestellt, aber bin immer noch nicht so viel lauter. Auch schlau. Ein schlauer Fuchs. Das hat natürlich nichts damit zu tun.
kann ich klicken. Lumi muss noch bestätigen, ja. Gib dir mir noch 2 Sekunden, ich bin gerade noch am... Nein, den sind jetzt um. Ja, nee, lass dir Zeit, da kann ich nur in aller Ruhe nach dem Schweineladen gucken. Wie hieß der denn? Ich habe Schweineladen eingegeben, da kommt nichts. So, jetzt. Kein Wanderzirkus oder sowas? Der ist übrigens jeden Sonntag da, denke ich. Ich habe den nämlich gerade gefunden am Sonntag. Ich glaube, Sonntags und Mittwochs, oder? Kann das sein? Kann sein, der ist noch an anderen Tagen da. Was hast du mir denn geschenkt? Den Teppich? Nein. Du siehst es nicht. Das ist das Größte, was dort steht, und du siehst es nicht. Die Bärenstatue war vorher schon da, der Kuschelteddy. Nein, flächenmäßiges Größe, nicht das Höchste. Der Tisch, oh mein Gott, der Tisch. Schenk dir halt einen Mahagoni-Tisch. Hey, was hast du mir geschenkt? Mahagoni. So hießen meine Winterreifen mal und genauso haben sie sich auch gefallen. Habe ich aber auch 2000 Gold von dir mit ausgegeben, von daher passt es schon. An Ben, es gibt nichts Besseres, als mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten zu kochen. Ich habe ein Rezept beigelegt, um dir dabei zu helfen. Pass auf dich auf, Caroline. Oh, wie lieb. Ja, weil ich jetzt mit voll vielen Leuten befreundet bin hier. Weil Pam mag mich lieber als Caroline. Ich muss da noch ein bisschen ran. Abigail, feste Freundin. Reisewagen hieß das Teil. Und der ist... Nein, komm her! Oh. Ja, genau. Montag bis Donnerstag und Samstag ist er geschlossen. Also der hat nur Mittwoch, Sonntag und Freitag ist er da. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Semmelbibliothek wurde erweitert. Ich habe gerade ein Eichhörnchen gesehen. Sehr geschätzter Kunde, sehr geschätzte Kundin. Danke, dass Sie Piers besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal, Pierre. Wieso habe ich denn das nicht? Entschuldige die unpersönliche Nachricht, du mir da viel Spaß damit. 400 können. Ach, weil wir nur bei ihm gekauft haben? Weil ich nur bei ihm gekauft habe, das hast du ja nicht. Oh. Stimmt, ich habe mal nicht bei ihm gekauft. Das kann tatsächlich sein, dass ich deswegen das nicht zurückkriege. Tja, und ich glaube, bei meiner Tastatur ist der Saft weg. Tja, aber es wird doch ein Controller. Hast du nicht einen Controller? Nee, ich bin mit der Tastatur. Ja, aber du könntest mit dem Controller spielen. Aber ich konnte raustappen gerade. Ach nee. Achso, ich habe hier ein Menü geöffnet. Mhm. Also der Heiratsring kann nur hergestellt werden, der kann nur gekauft werden. Es kann nur das Rezept gekauft werden. Festes Eis hat begonnen, wollen wir eigentlich runtergehen? Ja, ich bin nur gerade am Angeln, ich bin gleich auf dem Weg. Muss noch mal üben oder was? Ich habe noch eine Sardine gefangen, ja? Damit ich was zu essen habe für dieses lange Fest. Ich habe einen Müsli-Riegel dabei. Ich habe Käse, ein Gelee und einen frischen Fisch dabei. Also wir haben 4 Iridium-Barren. Reicht nicht. Das reicht denn gerade mal für 1-2 Sprinkler. Am 25. Findet das Fest des Wintersterns statt. Eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Hier. Schon was macht Stein schon wieder bei Erzen? Können wir jetzt bitte mal runtergehen? Ich komme nicht von oben, ich komme von rechts. Also ich bin jetzt schon da. Ich bin unten. Ah, fehl ich wieder. Ja. Ich wollte gerade noch ein bisschen was machen. Lumi, Blumi, müde. Kriegen wir eigentlich eine Angel, oder? Ich habe eine Angel. Wir kriegen eine gestellt, glaube ich. Für meine Angel nehmen. Meine Angel ist besser. Du kriegst eine Standardangel. So, ich jetzt die Männer, du die Frauen? Oder wie war das? Na gut, dann fange ich immer an. Ich mache heute beim Eisfischen mit. Warum nicht? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, schweizerisches, französisch, keine Ahnung. ich will jetzt mit dir reden. Ja, jetzt red doch mit dir. Oh, heiß. Ein wunderschönes Material fürs Kulturen, aber so vergänglich. War das jetzt die schweizerische Schwester auch. Oder was? Aber wenn du mich fragst, macht das die Kunst doch besser. Oh, war ja. Tut mir leid, aber diese Eiszinnen verlangen meine volle Aufmerksamkeit. Jetzt klingen die alle gleich, oder was? Das ist wie veralbern. Das war überhaupt nicht gleich. Doch, war genau der gleiche Tonfall und der gleiche Dialekt. Okay. Wie läuft der Winter für dich bisher, Lumia? Besser? Wie wird das mit den gleichen Dialekten? Ich würde es gerne französisch machen, aber ich krieg's gerade nicht hin. Voulez-vous coucher angemacht. Einfach die Haars weglassen.
Der Wald sieht im Winter wunderschön aus, nicht? Das klingt wie Madame Maxime. Wenn es nach mir ginge, hätten wir stattdessen eher ein Pizzafest in der Kneipe. Na, vielleicht mag ich ihn doch nicht so. Meine Frau zieht für mich, zieht mich für das hier in die Kälte. Habe ich dir je erzählt, wie George und ich uns das erste Mal getroffen haben? Er hat mich tatsächlich mit einem Schneeball in diesem Fest abgeworfen. Er war damals ein Gentleman und hat sich sofort um mich gesorgt. Ich wollte gerade mit dir reden, Felix, und dann ist mir aufgefallen, dass du das bist. Ich bin nicht sonderlich kreativ, was Schneemänner betrifft. Nur Frauen hier, ne? Ja. Ich will ihm eine Karottennase verpassen. Was für eine Art Schneemann sollen wir machen? Einen klassischen Karottennase-Zylinderschal, etwas abgefahrenes Eisantenne, Kiefernzapfen für Augen. Schneemänner sind langweilig, lass sie Fantasie spielen. Irgendjemand wird angerufen von euch. Ich bin eigentlich für entweder was Abgefahrenes oder Fantasie spielen. Ich bin für Fantasie spielen. Mal gucken, du kannst ja selber entscheiden. Ich bleibe doch vielleicht lieber bei etwas Bewährtem. Kann ich sie anreden? Muss es anders ändern? Dann nehme ich das Abgefahrene. Okay, das klingt lustig. Ha! Mir vertraut sie. Wow, dieser Schneemann muss echt überarbeitet werden. Von wem ist der? Boah, das ist Clint, ne? Oh, wie fies. Der arme Clinty. Emily hilft mir ganz ohne Anlass. Bedeutet das etwas? Dieses Mal gewinne ich beim Eisfischen. Willi zu schlagen könnte aber ein Problem werden. Er macht ja sonst nichts anderes. Schneemänner sind okay, denke ich. Aber ich freue mich hauptsächlich auf den Frühling. Winter ist nicht nur schlecht. Im Schnee zu spielen kann lustig sein. Der Schnee ist so kalt, dass ich meine Finger nicht mehr fühlen kann. Was hältst du von meinem Schneedingens? Ja, Schneedingens trifft wahrscheinlich ganz gut, ne? Hier drüben sind die Kerle alle. Das ist meine Aufgabe sozusagen. Warte mal, hier unten fangen wir an, oder? Mach mal ringsrum. Jo. Moment, aber geht's denn hier noch hin? Achso, nee, geht's nicht weiter. Okay, alles gut. Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Oh, scheiße! Ich habe bei Willi irgendwas angeklickt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Eisfischen aktiviert habe. Willst du noch die anderen ansprechen? Mach mal weiter und guck mal, ob du rauskommst. Nee, ich komm raus. Aber ich wollte irgendwas auswählen. Ich weiß nicht, Ben, was. Bereit für das Eisfischen? Um ehrlich zu sein, ich bin schlecht im Angeln. Ja, und ich werde dich schlagen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, und ich werde dich schlagen. Das habe ich auch gemacht. Wir werden sehen. Es gibt einen, den ihr noch nie habt. Extreme Temperaturen können deinen Körper sehr belasten. Also zieh dich warm an. Tut mir leid, dass es kein Essen gibt. Sag noch was. Beide sagen noch was. Oh, und vergnüg dich gut auf dem Fest. Gedulde dich bis zum Fest des Wintersterns. Du wirst tagelang vollgefressen sein. Mir tun all die warmen, frierenden Tiere da draußen leid. Sagt ihr auch mehrfach? Was vielleicht? Nö. Also, das ist schon probiert. Okay. Wir sind hier überall noch hin. Keine Ahnung, hier gibt es aber niemanden mehr, glaube ich. Doch, da oben. Der Linus. Mag, ja. Ach, die Linus. Iglobauen ist meine Kunst, die ich von Bewohnern der Tundra hinter der gefrorenen See gelernt habe. Das war vor vielen Jahren. Gibt's noch mehr? Da oben ist auch noch der Magier, aber zu dem kommen wir nicht hin. Nee. Der steht aber dort, theoretisch. Ja, der kommt aber nicht hin. Und da ist abgesperrt. Chip, 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 chip. Okay, ich glaube, das war's dann, ne? Ja, sieht so aus. Da war es den Vincent auf dem Eis. Nee, hier, die hier haben wir noch nicht, die beiden. Mein Schatz. Hey Ben, machst du beim Eisfischen mit? Oh, ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wo wir angeln.
Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Das ist ein gefrorenes Herz, mein Lieber. Ich habe einen riesigen Fisch da unten gesehen. So, jetzt bin ich fertig. Okay. Felix redet mit ihm. Wir können nichts machen. Hm? So, jetzt. Willkommen zum Fest des Eises. Das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lasst es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Bin ich. Hallo. Jawohl. Ich will mit dir reden. Lumi, du musst das machen. Wahrscheinlich muss Lumi noch damit reden. Ja, sie ist vor allen Dingen Host. Ach so. Mal bei den anderen. Bist du bereit für das Eisfischen? Seid ihr bereit? Ja. Ich laufe auf der Stelle. Ich habe nach direkt Moonwalk auf dem Eis. Okay, ab geht's. Okay, alle zusammen, lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Warum haben wir nur zwei Löcher für uns drei? Egal. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Ja. Ich bin ganz los! Oh, dort. Bin hier an der äußersten Grenze. Warum hast du noch nichts gefangen, Felix? Ich hab fast gefangen. Oh, das sieht man also nicht. Sehr gut. Gut zu wissen. Hä? Das sieht man sieht die Animation an. Bei dir nicht, dass du was gefangen hast. Doch. Ich seh's bei dir nicht. Wir uns beide auch, ne? Echt? Ich seh's bei euch. Ich seh nur bei mir das Zittern. Hat das Zittern auch nicht? Nicht, aber wenn ihr einen Fisch bekommt, dann seh ich's. Ich nicht. Achso, das Rausziehen, ja. Aber nicht, dass es angebissen hat und so weiter, sehe ich halt alles nicht. Deswegen war ich irritiert. Oh Gott, ich konzentriere mich gar nicht, ihr gewinnt. Parallel hier, synchronfischen. Und ich krieg diesen einen Fisch nicht raus, obwohl der gar nicht so schwer ist. Alter, Benny ist total schnell, what the fuck? Meins. Mein Ding hier. Vor allen Dingen, wo ich bei dir fische. Fisch quasi bei meinem Fisch. LOL. Hab ich Mist gezogen. Ich auch. Zweimal hintereinander, das ist doch nicht dein Ernst. Tja. Was habt ihr gezogen? Mist. Du hast Joja Cola gezogen. Hol eine Notiz, die brauche ich jetzt auch. Scheiße. Die letzten 4 Mal habe ich jetzt nur Scheiß gezogen. Ich hab's gesehen. Ja, sehr schön, wenn man Angeln hochgelevelt hat. Ich dachte die ganze Zeit, ich hab der Angel ausgeworfen. Der hat das bei mir auch nie richtig ausgeworfen. Wenn ich zu kurz gedrückt habe. Benny gewinnt. Ja, weiß nicht, bis jetzt 6 Fische und ich hol gerade 7. Ich hab 3. Ich hab 6. Ich fang nur Dreck, ey. Ja, super, wenn du jetzt gewonnen hast. Ich hab 7. Ich hab 6. <Boah, Alter. lacht> Aber Lumi, das große Tönespunkt, dass du mich schlägst, ja? Dieser eine Fisch war so scheiße und dann hab ich 4 Mal hintereinander Mist gezogen. Boah, das stinkt. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Die haben wir ja vorher reingelassen. Ich sag, das stinkt. Nun, kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Ja, wer ist es wohl, Herr? Ben, mit 7 großen schleimigen Fischen. Hier ist dein Preis. Viel Spaß damit. Warum steht der für Lumi und nicht vor mir? Tja. Matrosenhut, verkleideter Drehhaar. Lieber Ben, du bist halt meine Bitch. Ich krieg dein Zeug. Aber ich hab's eingesteckt. Damit ist das Fest des Eises beendet. Danke für eure Teilnahme. Lasst uns jetzt noch diese armen Fische freilassen. Okay, wenn die stinken, lohnt sich freilassen nicht mehr. Ja, eben. So. Frischer Fisch stinkt nicht. Der riecht vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber der stinkt kann man nicht. Klicken? Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Nun, dann bin ich ab nach Hause. Oh,
oben ist noch mehr Wein fertig. Halt mir fest, ich muss fischen skillen. Du musst alles skillen. Irgendwie schon, ne? Ja, fischen habe ich genau zwei. Jetzt mache ich Preiselbeerwein. Sieht man, dass ich den Fokus nicht so sehr aufs Fischen gelegt habe bisher. Also fischen wir mal noch ein bisschen. Weiß gar nicht, war ich bei Fischen nicht schon bei 7 oder 8? Holzhacken kann ich ja nicht, weil ich meine Angel nicht habe. Holzhacken kann ich nicht, weil ich meine Angel nicht habe. Das ist ja mal eine Aussage, Leute. Das wäre ein Clip wert. Und vor allem, wie nachher ihr das nicht auffällt. Psst, psst, ich hab's dann doch noch gemerkt. Ja, so hier. 10 Sekunden später. Ich bin heute fucking 5 Stunden Auto gefahren, hab mich auf Spanisch unterhalten, ja. Mein Gehirn ist nicht mehr ganz da. Erhöht die Chance, beim Fischen Schätze zu finden. Allerdings mögen Fische den Geschmack nicht besonders von Magnet. Widerhaken macht den Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu heften. Funktioniert am besten bei langsamen, schwachen Fischen. Das ist total witzlos, ist, ne? Verkleideter Dreher. Der metallene Anhänger und die farbenfrohe Luftschlange sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Dann machen wir doch das dran. Oder die anderen Sachen packe ich in die Ausrüstungstruhe hier mit. Was habe ich denn hier? Kartoffelsaft. Ich habe keinen Wodka gekriegt, ich habe Kartoffelsaft gekriegt. Ja, das ist eine Handwerksware. Ach so, Handwerksware, das brauchen wir auch. Magst du nicht den guten alten Kartoffelsaft? Ahoi, Matrose! Was machen Sie denn hier, Sie Leichtmatrose? Sie müssen doch die Angel ruhig halten. Sie wackeln doch voll damit rum. Was soll denn dort? Guckt auf die Zeit. Nee, die ist nicht. Können Sie überhaupt? Haben Sie eine Ahnung, wenn eine Angel noch benutzt? Sie müssen damit schön weit ausholen und die muss dann richtig schön halt weit. Halt doch deine Klappe, ich verliere den Fisch. In der Mitte, du hast schon einen Fisch. Penny hat Spaß mit Sie, dir. Sie Leuchtmatrose. Wissen Sie nicht mal, wie man Fische aus dem Forst zieht, der schon gebissen hat, oder was? Ja, wenn ihr nicht bald... Also schlafe ich jetzt in deinem Bett. Was wollen Sie denn in meinem Bett? Im Kapitänsbett darf nur der Kapitän schlafen. Verziehen Sie sich. Lumi, wie alt warst du? Was? Wollte gerade einwerfen, auf alten Schiffen landet man segeln. Älter als ich hab zusammen, schon so ja. Viele alte Schiffe besegelt. Gebumst, ja. Besegelt. Merkwürdige Puppe. Kann man ja nichts anderes machen, sondern nur verkaufen. Und Lunarit und Kalkstein kann ich auch nicht. Kann man mit der Kann da jetzt bitte machen? Mal jemand weiterdrücken?